Herzlich willkommen in dieser Lektion. Mein Name ist Ben Hübschmann, Mitbegründer von Guitar Masterplan. Und wie angekündigt, kommt jetzt die Rockballade Nummer 4. Und zwar der Rhythmus-Part ist perfekt geeignet, wenn du E-Gitarren-Anfänger bist und du möchtest deine Schlaghand trainieren, einzelne Akkorde bzw. Arpeggios zu picken. Das ist ein wunderbares Schlaghandtraining. Wenn du noch nicht ganz so weit bist oder wenn du auch noch E-Gitarren-Anfänger bist und du startest komplett bei Null, dann seht ihr auch den Link unten in der Videobeschreibung an. Da kommst du zu unserer kostenlosen Trainings-Videoserie speziell für Rock- und Metal-E-Gitarren-Anfänger, Anfängerinnen. Und jetzt geht's aber erstmal los mit dieser Lektion. Viel Spaß, hören wir uns den Rhythmus-Part einmal an. Los geht's mit dem Rhythmus-Part, ist wie gesagt ein perfektes Training für deine Schlaghand, ja, zum Picken von einzelnen Arpeggios, Akkorden. Und die Videolagen mit den Tabs und Backing-Tracks findest du unten in der Videobeschreibung kostenlos zum Download. Wir werden die Tabs hier teilweise auch noch mit einblenden. Los geht's, das Ganze besteht aus 4 Akkorden, nämlich aus einem A-Sus-2-Akkord. Den greifst du mit dem ersten, zweiten Finger auf dem zweiten Bund der D- und G-Seite. Vom Sound übrigens, ich nutze hier zum einen meine beiden gesplitteten Humbucker. Falls du diese Position nicht hast, bei mir ist es hier die Mittelposition, dann würde ich dir empfehlen, dein Neck-Pickup zu nutzen für einen etwas wärmeren, voluminöseren Sound. Und rein von den Effekten her nutze ich hier einmal ein Reverb, also ein Hall. Und ein Chorus. Ja, einen etwas langsam eingestellten Chorus, also von der Zeit her steht jetzt hier, gut, ich nutze jetzt hier das Ganze bei GarageBand, steht hier bei 0,8 Hertz, also relativ wenig. Manchmal hat man das Ganze auch Millisekunden, je nachdem, was du für ein Effektgerät hast. Versuch es einfach mal vom Sound her zu imitieren. Die Depth oder Intensity, je nachdem wie es auf deinem Gerät heißt, ist relativ niedrig bei 11,5% und der Mix oder das Level ist auf 30% hier bei mir. Versuch's mal zu imitieren, ist auf jeden Fall jetzt kein krasser Chorus. Also krass im Sinne von, die Intensität ist nicht so, dass du schon ein halbes Vibrato hast. Ja, wenn du es voll hochdrehst, wirst du es hören, was ich meine. Das ist der erste Akkord, also so, und vom Rhythmus her oder vom Picking-Muster her spielst du das wie folgt. A-Seite, D-Seite, D-Seite, G-Seite, so rum. B, G, D, A, D. Und das ist das Picking-Muster, was bei diesem Akkord immer gleich bleibt. Ob jetzt beim Anschlagen hier Wechselschlag verwendest, also ab, auf, oder du nur ab, auf, ab, ab machst. Oder auch ganz anders. Das ist dir überlassen. Wenn du sagst, du möchtest zum Beispiel deinen Wechselschlag trainieren, dann ist natürlich eine super Übung, wenn du es alles mit Wechselschlag spielst. Ja? Ansonsten machst du mehr oder weniger Sweetpicking-like, sprich nach unten schlagen und nach oben schlagen. Ja? Das ist der erste Akkord. Der zweite Akkord ist ein A-Sus-2 mit einem C in der Bassnote. Hier gilt das gleiche Picking-Schema auch wieder. Und du nimmst jetzt hier deinen dritten Finger, deinen Ringfinger und legst ihn auf den dritten Bund. Und jetzt nimmst du deinen Mittelfinger nach oben und jetzt brauchst du nämlich einmal einen C-Dur-Akkord. Dann schlägst du wie folgt an, jetzt in dem Fall nur die A-Seite, D, G und wieder auf die D-Seite nach unten. Jetzt rutschst du, kannst ruhig einen Slide machen, sodass die Töne noch klingen.
hier auf den fünften Bund, in die vierte Lage und spielst den fünften und den vierten Bund mit deinem Ringfinger, mit den ersten Fingern auch wieder die G-Seite offen. Das zum Beispiel ist ein D-Dur und da haben wir noch G mit dabei. Das ist dann ein D-Sus2 bzw. ein D-Add9. Wir haben ja die Terz mit dabei. Wäre quasi mehr oder weniger dieser Akkord hier. Oder? 1, 2, 3, 4. Ein D-Sus4 bzw. ein D. Sus 4 ist auch falsch, ist die 8, 8, 9, 10, 11. Ein D, 11. Jetzt haben wir es. Das müsste es sein, zumindest was jetzt meine schnelle Analyse hergibt und wieso, weshalb, warum, falls ihr das interessiert. Weil wir haben noch ein G mit dabei und G ist der 11. Ton. 1, 2, 3, 4, sprich 8, 9, 10, 11, ja, ist ein G. Und wir haben ja noch die Terz mit dabei, die kleine Terz. Ein Fis. Deswegen ist es kein Sus-Akkord, weil in Sus-Akkorden ist die Terz nicht mit enthalten. Und deswegen sollte es ein DL sein, falls hier noch ein gefuchster Theorie-Gitarrist mit dabei sitzt. Gerne mal unten einen Kommentar schreiben, ob das denn so richtig ist. Ich habe es mir jetzt gerade selber erstmal da abgeleitet. Müsste aber ein D11 sein. Also, dann spielen wir das Ganze nochmal. Von vorne. Asus-Akkord. Asus mit 10 Bass. Asus 2. Jetzt 10. Ups. Jetzt beim Wechsel lässt du deinen ersten Finger, das ist wichtig, deinen ersten Finger lässt du auf den Seiten liegen. Und nimmst deinen zweiten Finger, deinen zweiten Finger legst ihn hier wieder auf die G-Seite. Also nicht von hier wieder irgendwie die Finger wegnehmen und dann neu greifen, da sparst du dir einiges an Zeit, das wäre nicht effektiver. Die Finger, die du eh auf der Seite liegen lassen kannst, weil sie im nächsten Takt einen Akkord greifen, der hier einen Ton hat, kannst du sie auch dort liegen lassen. Ja, es ist viel effizienter. Ja, und damit sind wir auch schon durch. Ist übrigens auch eine schöne Akkordfolge. Ja, die du so verwenden kannst. Auch gerne mal verschiedene Schlagmuster verwenden. Ja, wo du sie nicht nur einzeln anpickst, sondern zum Beispiel auch einfach einen Rhythmus spielst. Da einfach mal etwas, ja, deine Kreativität freien Lauf lassen. Und dann sind wir auch am Ende von dem Rhythmuspart der Rockballade Nummer 4. Das war der Rhythmuspart von der Rockballade Nummer 4. Ich hoffe, er hat dir gefallen. Es ist, wie gesagt, ein wunderbares Schlaghandtraining, wenn du E-Gitarrenanfänger bist. Wenn dir das Ganze gefallen hat, dann gib dem Video auch einen Daumen nach oben. Und wenn du weitere Lektionen haben möchtest und wissen willst, wie du von der Pike an richtig ordentlich E-Gitarre spielen lernen kannst, dann seh dir den Link unten in der Videobeschreibung an. Da kommst du zu unserer kostenlosen Videotrainingsserie speziell für Rock und Metal E-Gitarren-Anfänger. Da wünsche ich dir weiterhin viel Spaß beim E-Gitarre spielen lernen. Bis in deiner nächsten Lektion. Rock on!